Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und die erste Box könnten wir hier bei der Big Number platzieren. 14.007 Long, 13.992 Short. Und dann blicken wir einmal auf den gestrigen Tag. Eine 30,5er Box war knapp. Die nehmen wir ja nicht, 38er. Das war die 24er Box und die ist direkt im ersten hier, haben wir getradet, in den Gewinn gelaufen. Dann gab es oben noch eine Big Number. Wir haben versucht, eine Vola Box zu traden. Ja, ansonsten bei den Vola Boxen sahen wir gestern Abend eher so eine aufgeladene Situation und gestern Nachmittag hier waren schöne Trades, die man noch sauber ansetzen konnte. Ja, diesen Trade hier oben links sind wir gestern nicht reingekommen. So, ich blicke mal einmal auf unsere Vola-Boxen. Wo kommen wir rein? Wir kommen rein bei 14.003 zu 13.991. Das heißt, das wird hier auch eine Big Number werden um 9 Uhr. So, ich mache mal meine Konto-History. Gehen wir mal auf heute. So, und wie immer morgens dann in der Session blicken wir auf die Märkte und fangen an, um einen Überblick zu verschaffen bei Bitcoin. Bitcoin bei 48.813. 23er Retracement hat hier jetzt erstmal gehalten. Das ist die Minimumzone. Ja, das bei Bitcoin und dann wechseln wir direkt mal zu den Technologiebörsen. Das ist die Wochenkerze. Gehen wir mal rüber zur Tageskerze. Gestern eine blaue Sonne direkt auf dem 100-Tages-Durchschnitt. Und wir sehen, wenn wir uns in die Vergangenheit mal rantrauen, dass wir hier diese Unterstützungszone haben. Hier auch. Und der Markt hat jetzt hier erstmal gedreht. Wir sehen den ganz unteren Indikator QQE noch nicht gekreuzt. Also da gibt es aktuell noch kein Signal. Beim Dow Jones hatten wir gestern ein Short-Signal. Der Anker liegt hier oben. Wir haben den Stop-Loss ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir das Gegensignal traden. Das heißt, wenn die blaue Kerze hier für alle eine gut ausgeprägte Kerze oberhalb des oberen Bandes schließt, gehen wir mit der gleichen Lotzeit mit 0,3 Lots long. Und das dritte Signal, das wird ein Short-Signal werden. Und wenn wir, glaube ich, nochmal ein Short-Signal bekommen, dann könnte es bestimmt etwas weiter nach unten laufen. Ja, ihr wisst ja, die Märkte steigen wie beim Treppensteigen und wenn es runtergeht, funktioniert das wie mit dem Fahrstuhl. Wenn man auf Erdgeschoss drückt oder Untergeschoss, dann geht es relativ zügig. Okay, das im Dow Jones. Wir blicken einmal auf dann Gold. Gold geht weiter in Richtung Süden, 1718 aktuell. Ja, 38er Retracement. Hier könnte es eine Umkehr kommen. Ansonsten dann die nächste Zone ist dann das 50er Retracement. Öl haben wir schon heute Morgen besprochen. Da kriegen wir auf Tagesbasis eventuell ein Short-Signal mit unserer Strategie. Ja, ansonsten Bitcoin haben wir uns angeschaut. Vielleicht haben wir hier nochmal den Anamarkt, mal Ethereum heute mal. Da gab es schon, ihr seht es hier, diese Short-Signale in Ethereum bei 1547. Okay, jetzt wollen wir nicht zu weit ausschweifen, sondern wir blicken dann zurück und konzentrieren uns auf unsere Boxen, Daily Pivot und wir sind erneut mit einem DAX Trade Short hier auf dem Level und säubere jetzt hier meinen Chart. Kim Jun Sen auf 4 Stunden machen wir mal ein Update. Alles Nikkei, Euro, Britisch Pfund. Ist ein Gewinn gelaufen. Euro, Kanadisch, Dollar gestern. Hier die Short-Kerze um. Die hätten wir eigentlich nehmen müssen.
sauber in den Gewinn gelaufen. Okay, die Angel ist draußen, beziehungsweise die Falle. Wir versuchen hier dann entweder bei 13,9 oder eben halt, wenn er über die 1400 kommt, dabei zu sein. Also 9 Uhr Startschuss und wir sehen es dort oben. Ich schließe mal die Big Number und gehe in die Volaboxen links in den Chart. Das wird die erste Volabox hier oben sein. Und ansonsten haben wir bei 13.900, da platziere ich jetzt, dann sind wir gut positioniert. 13.907 Long oder 13.892 Short. Daily Pivot liegt über uns. Wir sind aktuell Short im DAX noch mit einem MTX-Signal. Wenn hier eine Longkerze reinkommen sollte, wir haben eine blaue Sonne hier, kann es durchaus sein, dass wir hier nochmal ein Gegensignal traden. Eine 36er Blue Box ist für uns erstmal nicht relevant. So, 9.04 Uhr. Wir sehen, wir sind direkt am Daily Pivot und steuern auf die 1400 zu. Also 1400 ist die erste Box, eventuell die Vola-Box. Wir machen den Chart mal ein bisschen größer. Da haben wir auch das Gap, die Kurslücke. Das gestrige Hoch lag bei 37. So sieht es also im Verlauf aus. Gestern haben wir 163 Punkte an Bewegung gehabt, also vom Tief hier bis zum Hoch. Das Gap hier von Freitag ist auch noch nicht geschlossen, also der Montag Gap up, runter. Schauen wir mal, wie weit der Kurs sich hier verhält. Also der erste Trade, 13.991 Short, 14.003 Long, das ist jetzt amtlich, das wird unsere nächste Box und der erste Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Und wir sind Short. Trade Nummer 1. MTX in 3 Minuten. Zieh das mal auf die linke Seite. Also wir sind jetzt im zweiten Trade, Arm auf angepasst gedrückt. So 32 Sekunden. Ich werde mal hier auf unseren MTX-Chart schauen. 20% Retracement, 12,9. So, links sind wir im Gewinn in unserer Box. Kurs ist gestrichelt. Und wir sind auch long in MTX. 41.
nach oben geschoben bis zur Vola-Box. Und steigen jetzt aus, steigen oben in die neue Vola-Box rein. So, das war hier unser Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Und verabschiede mich jetzt aktuell bei den YouTubern. Bis morgen. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt natürlich weiter. Ich wünsche allen dann noch gute Trades dann und dann bis morgen.